Hürdenlauf. Ja, dann, wenn es so dringend ist, ja, ganz gerne. Wenn ich jetzt springe. Du musst nicht springen. Oder laufe. Auch nicht laufen. Lass sie lieber aber gehen. Aber geh lieber. Ich gehe ganz kurz, ja? Ja, ja, mach ruhig. Mach ruhig, gar kein Problem. So, vielleicht will ja Cheyenne das machen. Warte, was? Ich hole mal das Mikrofon. Ist, Entschuldigung, was hast du gerade gesagt? Das ist der beste Moment, wo du es uns doch mal zeigen könntest, oder? Darauf warten wir schon den ganzen Tag. Ihr wartet Abend. Die ganze Zeit? Ja! El-Tip. Ja. Aber deine Schwester ist doch gerade gar nicht da. Wenn sie wieder da ist, dann zeigst du es uns einmal allen, okay? Ja, okay. Ja, das kriege ich hin. Das ist nicht, das ist ein bisschen, ja, Geschick. Obwohl, ich bin ein bisschen breiter als die Damen. So, nur zur Information. Frau Pade kommt gleich wieder. Seitlich. Hallo. Ja. Hallo. Ich muss euch gleich des Saales. So, stelle ich mich mal hierhin und frage ganz blöd eben bei der Golfgeschichte. Auch bei ja. dir wahrscheinlich. Beim ersten Tisch denkst du, zwei Schläge nur gebraucht. Ja. Wird relativ einfach. Dann kam aber das Ding mit der Schnecke. Ja, ich glaube, weil ich es noch nicht so oft gemacht habe, war für mich schwierig, den Druck aufzubauen. Und für den ersten brauchtest du den nicht, weil da hast du, konntest schön durchgleiten. Und beim zweiten für diese Schnecke hast du ja den Druck gebraucht, damit es überhaupt erstmal rauskommt. Ich ja. glaube, da ja, habe ich nicht genug. Ich hatte immer Angst, wenn ich zu viel Power gebe, dass es dann wackelt und so einen macht. Ja, Ron meinte aber die ganze Zeit, hat eigentlich schon den richtigen Tipp gegeben, ihr müsst gar nicht schräg diese Rampe anspielen, sondern eigentlich im Prinzip leichter Winkel zur anderen Seite, dass der Ball die Kurve mitnimmt. Und nicht gegen das Ding schießen und dann darüber. Aber ja. Zu spät, Elton. Zu spät. Zu spät. Leicht zu spät. Wir beide spielen ja auch Schach. Richtig. Ja, deswegen geht da das. Kommen ja immer diese Zahlen im Kopf. Ja, aber wie gesagt, ich will nicht noch mehr Druck aufbauen. Das war eben ein bisschen fies, gebe ich zu. Aber es geht ja schließlich auch hier auch um 100.000 Euro. Ja, klar. Und da muss man... Ich hätte das Spiel sehr gern gewonnen, um mir das zu ersparen. Aber jetzt sind wir hier. Und ja, wobei, Valentina ist wieder da. Wobei, Hürdenlauf ist etwas übertrieben. Es geht einfach, dass ihr über diese Hürden hinübersteigen sollt, dass keine Stange fällt. Pro Durchgang habt ihr 75 Sekunden Zeit. Wer innerhalb der Zeit schneller über die letzte Hürde kommt und mit beiden Füßen wieder auf dem Boden steht, bekommt einen Punkt. Sollte eine reißen, dann hat die noch nicht verloren. Die andere muss tatsächlich auch erst drüber kommen ans Ziel. Sollte dann auch eine Stange fallen, müssen beide wieder von vorne anfangen. Wer als erste 3 Punkte für sich gewonnen hat, gewinnt dieses Spiel. Ihr dürft die Füße nicht an die Hürden vorbeiführen, sondern immer oben drüber. Und nach jedem Durchgang wird gewechselt. Also, einmal so und dann gerne hier so rübersteigen, anderen Fuß rüber. Oh, vielleicht auch 2. Darf man 2? Man, du kannst machen, was du willst. Kann es darf ich meine halt nicht. Schuhe ausziehen? Ihr könnt auch Schuhe ausziehen, wenn ihr mehr Gefühl drin habt. Oh, jetzt habe ich mich gezerrt. Hast dich gezerrt? Sehen auch bitte schön aus nach so einer keine 5 Nahaufnahmen auf die Füße. Ach, da gibt es bestimmt einige, die wollen dafür bezahlen. Da holen wir Zuschauer von Sport1 rüber. Valentina, einmal darüber, aber wir wechseln ja eh. Vivian fängt erstmal hier an. Also, ganz sachte über die Hürden steigen. Wie viele ihr nehmt, ist völlig egal. Hauptsache, sie fallen nicht. Und selbst wenn bei jedem einen jemand fällt, es muss die andere erstmal bis ans Ziel. Und es geht nicht um die Zeit. 75 Sekunden. So. Es ist aber viel. Macht euch über die Zeit erstmal keine Gedanken. 75 Sekunden und man könnte auch 2 auf einmal nehmen. Du kannst auch 2 auf einmal nehmen. Ist es dann am Ende, wer schneller war? Nein, wer einfach angekommen ist, wer als Erster ankommt. Ach so, wer als Erster innerhalb der Zeit ankommt, als Erster ankommt. Also doch, wer schneller ist. Ja. Wer schneller ist. Okay. Aber die Zeit, im Prinzip, lasst die Zeit. Dürfen wir es mal ausprobieren? Es ist erst nur wichtig, wenn jemand was reißt, dass der andere noch, was weiß ich, 20 Sekunden hat, vielleicht bis nach drüben zu kommen. Okay. Bevor eine Stange nicht gefallen ist, macht euch über die Zeit keine Sorgen. Ich sage zwar gerne,
noch 30 Sekunden, aber selbst dann, dann werdet ihr vielleicht zu hektisch und dann reißt eine Stange. Wenn die Zeit um ist und beide haben es nicht geschafft, dann haben eben beide keinen Punkt. Also eigentlich lasst die Zeit erstmal aus dem Kopf. Mhm. Dürfen wir einmal nur in eine einsteigen? Nur mal einmal probieren, weil es schon so spät ist. Nein. Wirklich nicht? Nein. Okay, danke. Haben wir alle den gleichen Abstand? Ja. Ihr seid klar? Ja. Das entscheidende Spiel um 100.000 Euro bei Schlag den Star beginnt jetzt. So, also es kann wirklich an jeder Hürde Schluss sein, wenn eine runterfällt. Aber dann, hat Elton erklärt, die andere muss dann auch noch innerhalb der Zeit fertig werden. So, Vivi marschiert los. Valentina hadert noch so ein bisschen mit der Technik. So, im Augenblick, wir erkennen es. 1, 2, 3 mindestens Vorsprunghürden hier. So, jetzt kommt aber auch Valentina hier mit einer höheren Schlagzahl. Ja, aber Vivi ist weg. Wirklich hinten raus, beide sehr, sehr gut, aber natürlich ganz klar als Erste. So. Au. Zack. Und auch gut vielleicht, das nochmal weitergemacht zu haben, wie schnell man also reißen kann. So. Alles klar. So, einmal Seiten tauschen. Das war ja nur ein Durchgang. 3 muss man gewinnen. Nee, einfach andere Seite ruhig wieder. Andere Seite, aber die Seite ist richtig. Also von da hinten wieder anfangen. Oh mein Gott. Und wenn es runterfällt, hat die andere den Punkt. Noch nicht, die muss erstmal rüber. Ah, die muss auch rüber. Die hat zwar dann Zeit und Ruhe. Und die, wo es runterfällt, muss die wieder von vorne anfangen? Nein, die ist raus. Ah, okay. Es geht nur denn darum, im Prinzip zu hoffen, dass bei der anderen auch was reißt oder es nicht in der Zeit passiert ist. Mal kurz, eine Sekunde. Ja, beide dehnen sich noch. Okay. Also das Geschick hier extrem wichtig, Beweglichkeit natürlich auch und auch ein bisschen Mut. Ja. Diese eine Dehnposition kenne ich nur, wenn man in Frankreich auf diesen Campingklos, naja, egal. Der eine oder andere weiß Bescheid. Ihr seid klar? Mhm. Los. Also hinten raus war es ja bei beiden gleich schnell. Ui, und jetzt haben sie wirklich eine gute Schlagzahl hier gerade. Aber natürlich steigt dadurch auch das Risiko. Also, Vorsprung jetzt. Ja, andere Vorzeichen plötzlich. Nee, stopp. Da sind ja zwei beide gefallen. Beide gerissen, kein Punkt, wieder von Richtig. Vorne anfangen. Das war das, was ich sagte. Oh Gott. Steigt ja dadurch das Risiko. Aber es war richtig, was Valentina jetzt gemacht hat. Es werden nur die Seiten jetzt wieder gewechselt. Ne, die Schlagzahl zu erhöhen. Also wenn Vivi jetzt auch stark. Bei einem einen runterfällt ja. Und der andere schafft es aber ohne runterfallen, hat der den Punkt. Hat der den Punkt. Aber langsamer hat der den Punkt, wo es keine runtergefallen ist. Aber die andere schafft es ja nicht, weil sie nicht ankam. Innerhalb der Zeit muss man halt noch rüberkommen. Mhm. Da spielt eigentlich wirklich erst die Zeit. Man kann nur gewinnen, wenn alle liegen bleiben. Richtig. Okay. Ihr seid klar? Ja. Los. So. Heißt also auch, wenn man es poltern hört, muss man ein bisschen vorsichtiger weitermachen. Ja, aber... So, genau. Und jetzt... Scheiße. Warte doch. Vivi gegen die Uhr. Ihr einziger Gegner in dem Augenblick. Mm. Und sie lässt sich jetzt natürlich die Zeit... Geht ganz vorsichtig, es ist noch viel Zeit. Das ist auch eine großzügige Zeit, die wir hier gegeben haben. Aber, na, ich will es nicht zu viel sagen. Denn man muss auch die Körperspannung und die Konzentration oben behalten, hier hinten raus, wo man ja den Sieg schon vor Augen hat, diesem Lauf. Macht sie aber super. Die vorletzte. Und die letzte. Zack.
wieder Seil tauschen. Und obwohl du ja so langsam unterwegs warst, du hattest noch 15 Sekunden Zeit. Deswegen macht euch wirklich, wirklich, wirklich über Zeit keine Sorgen. Lieber ruhig hier bleiben, langsam, vorsichtig. Trotzdem jetzt natürlich Matchbälle für Vivien Gebhardt. Valentina muss jetzt gewinnen, aber auch nicht zu viel riskieren, weil sie hat ja gesehen, Vivien kann es mit Ruhe schaffen. Ihr wisst ja, dass ich blau bin. Kann ich kurz ausziehen, oder? Du bist blau? Dass ich blau bin. Nenn dich? Ja. Ein paar mehr umgeschmissen. Okay. Im letzten Spiel weiß ich, dass du blau bist. Also, letztes Spiel, ey. Ist das der letzte Durchgang jetzt oder kommt Valentina also zurück? Ruhig durchatmen. Ihr seid alle klar. Konzentrieren. Es ist eigentlich mehr eine Kopfsache, dieses Spiel. Mhm. Richtig. Los. Ein Comeback haben wir schon gesehen. Konzentration. So, wir sehen, wie knapp das bei beiden ist. Nicht mehr Risiko als nötig ist. Man sieht es ja vielleicht auch so ein bisschen im Augenwinkel. Und da war sie dran, da hat es gewackelt, aber alles gut gegangen. So, beide nehmen also die Technik mit einer Hürde. Vivi scheint jetzt wieder die leicht höhere Frequenz zu haben. Valentina noch eine Hürde, wenn nicht gar zwei vorn. Oh, was für ein Finale hier. Oh, drei so drüber. So. Puh, das war aber. Lass dir Zeit. Weiß. Lass dir aber Zeit. Wenn wir beide durchkommen, kriegen ja beide den Punkt, ne? Nein, wenn du eher da bist, hast du genau. Den Punkt. Ich hab's nicht gesehen, weil ich so. Konnte nicht, weiß ich, bin nicht so irgendwie. Ey, das wäre jetzt zu scheiße gewesen, wenn du das Ding gerissen hättest. Das Wort wollten wir nicht mehr sagen. Lasst lassen. Euch Zeit. Ich brauch noch einen Schluck. Ja, ja. Macht es. Konzentriert euch. Trinkt noch mal was. Wie steht's jetzt? 2-1 immer noch für dich. Seitenwechsel. So, ich habe das schon mal gesagt heute, aber jetzt kann ich es noch mal sagen, Valentina ist noch da. Und Vivi hat aber die Chance und den Vorteil, das jetzt mit einem Lauf zu klären. Wir möchten alle nicht tauschen mit euch. Ich atme auch schon gerade ganz schön schwer, obwohl ich überhaupt nichts gemacht habe heute. Okay, ihr seid klar? Mhm, Moment. Okay. Vivien muss noch einen jetzt, also wenn sie diesen hier gewinnt, ist vorbei, ansonsten machen wir noch einen entscheidenden. Okay, los. So, wir haben das Risiko gesehen. Valentina scheint ein bisschen mehr auf Sicherheit zu gehen. Vivi drüben jetzt mit der etwas höheren Schlagzahl, aber auch mit dem größeren Risiko. Nein, und da ist sie runter und da fällt sie auch. So. Beide nicht. Den Kopf noch mal aus der Schlinge gezogen. Oh Mann. Es geht weiter. Es geht weiter. Zack. Und auch das eigentlich, Elton, ein unnützer Fehler. Ne? Ja, wenn man es drüben poltern hört, heißt es ab sofort vorsichtig sein. Aber das ist so einfach gesagt hier oben von diesem Stuhl. Boah, das ist echt. So, gleiche Vorzeichen natürlich, es gab keinen Punkt. Ja, bleibt beim 2-1. Richtig. Für Vivien. Also nach wie vor ein Matchball noch. Beide klar. Oder Ausgleich, das ist die Frage. Also. Klar. Los. So, beide gehen jetzt ein bisschen vorsichtiger. Gucken genau hin. Ich glaube, eine Hürde Vorsprung von Valentina. Die geht hier Risiko und wir machen weiter. Es geht weiter, noch einmal. Alter Schwede. Noch einmal. 2-2. Mann, das war sehr knapp, aber dann doch Punkt für Valentina.
Also die Comeback-Queen dieser Show, die haben wir schon. Aber wer gewinnt? Für wen kommt gleich das Konfetti? Gab es da nicht auf ProSieben schon die Comeback-Show? Also 2-2, wer jetzt einen Durchgang gewinnt oder den Durchgang gewinnt, gewinnt die Show. 100.000 Euro, sollten beide reißen oder in nicht mehr Zeit schaffen, wird noch ein Durchgang gespielt. Spannender geht es tatsächlich gar nicht heute. Durchatmen. Warte noch eine Sekunde. Ja. Ich muss kurz einen Schluck trinken. Ja, ja, macht das alle. Geht noch mal in Ruhe dorthin. Beide gucken noch mal rüber zu dem Anhang. Beide sagen, einfach ruhig bleiben, die innere Mitte finden. Leicht gesagt. Leicht gesagt. Ich weiß. Und nochmal, ruhig bleiben, selbst wenn man vielleicht mitbekommt, die eine führt, nicht zu viel riskieren. So, liegen alle gut? Ja, ja, ich guck mal eben. Ja, ja, genau. Also jetzt wirklich nochmal nachgucken, sicherheitshalber, Elton, machst du genau richtig, nicht, dass eine ein bisschen schlechter drauf liegt. Ihr könnt auch selbst nochmal gucken, wenn da irgendwas korrigiert werden muss. Denn ich glaube, das ist jetzt der richtige Augenblick, hier zu schauen, dass alles gleich ist. Geht ja auch um was, ne? Es geht um ein bisschen was, genau. So. 100.000 Ocken. So. Vor einer Stunde dachten wir noch schneller Feierabend und dann gab es hier diese Matchballspiele hier hinten raus. Also, ganz, ganz stark. So, wird das der letzte Durchgang? Oder spannen uns die beiden Damen noch länger auf die Folter? Ihr seid klar? Ja. Es kommt alles auf diesen letzten Durchgang. Wahrscheinlich, vielleicht letzten Durchgang an. Da ist noch eine, genau. Die Regie hat es eingefangen. Wo denn? Eine müssen wir noch. Steht leider keine Nummern dran. Genau dort, wo du gerade bist. Auf der anderen Seite. Genau der. Super. Danke an die Regie. So. Ja, das muss jetzt alles stimmen. Da wollen wir nicht später nochmal Bilder sehen, wo wir sagen, oh, das war knapp. So. Gut, jetzt klar? Ja. Dann... Los. Ich traue mich kaum noch was zu sagen. Beide nahezu gleich auf. Der Matchball im Matchballspiel. Und Konfetti! Konfetti für... Vivi! So ein Stück. Herzlichen Glückwunsch. Es war tatsächlich knapp. Okay, zum Schluss noch mal ein bisschen riskiert, aber sonst Millimeter. Vivien Gebhardt gewinnt 100.000 Euro. Herzlichen Glückwunsch, aber so eng, so knapp war es schon lange nicht mehr bei Schlag den Star. Deswegen nochmal Riesenapplaus für Valentina Pade in dieser wirklich spannenden und auch anstrengenden Show von Schlag den Star. Geistig und körperlich wirklich sehr, sehr gut gekämpft. Das war es eigentlich schon wieder mit Schlag den Star. Vielen Dank, Corinna, vielen Dank, Ron. Und es dauert gar nicht mehr lange, am 29. Januar sehen wir uns tatsächlich auch schon wieder mit Schlag den Star. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Nochmal herzlichen Glückwunsch an Vivien Gebhardt und wirklich eine klasse zweite Valentina Pade. Vielen, vielen Dank. Tschüss.